Nicht Gehen wir mal so in den vertreten Anus. ist. Wie komme ich wieder raus? Ach da. So, ab in den Anus. Begib dich zum Ziel Gossen. Nein. Überlebe den dämonischen Test. Das klingt doch super. Ja, genau so wie hier. So sah das in der Anusinsel auch aus. Nur halt, dass da statt diese Säulen da vorne Spiegel waren. Ja, wir hatten das da halt alle bestanden. Und da war keine... Es war nicht rot, sondern braun wie Scheiße. Rach war danach nur 5 cm groß, weil er seine ganzen Hautzellen für Arme verbrauchen musste. Die ihn Lord Meshington immer abgerissen hat. Hat er ihn besiegt? Nein, er hat ihn nicht besiegt. Doch, doch, am Ende ist Lord Meshington denn in dem Armhaufen erstickt. Er ist unter all den Armen einfach ertrunken. Der Lava-Anus. Ein Lava-Anus. Was war das? Ja, den bist du. Lakaien. Lakaien ist ein cooles Wort. Ist viel zu unterschätzt. Ja, das. Die werfen mit Geld um sich. Die machen verdammt viel Schaden. Ja, das tun sie. Heilen, boom. Ich find's gut, dass ich mich mit Feuer heile. Aber wenn ich einen Lavaschläger kriege, Schaden. Wirklich? Ja, ich habe eben 100 Schaden gekriegt jetzt drin schon. Ist das hier schon ein schwarzer Batzen? Nichts passiert. Ja. Also, ich will den Batzen haben. Wow. Ja, und die hatten dann halt das 25. Siegel gebrochen. Dann war die... ging halt das Festungstor von Sir Läppchen auf. Also haben wir uns direkt auf den Weg dahin gemacht. Was wir natürlich nicht wussten, ist, dass das ein Tor aus Pappe war. Und das... Wir hätten schon die ganze Zeit einreißen können. Ja, das hätte jedes Baby locker eingerissen gekriegt. Und wir hätten auch einfach durch die Hundetür reingehen können. Weil er hat einen Cerberus als Hund. Deswegen ist die Hundetür größer als Lord Meshington gewesen. Aber das kann man ja vorher nicht wissen. Sollte man vielleicht vorher inspizieren, dann im Nachhinein entscheiden, ob man die Siegel öffnet. Das alles nur für euch als Tipp, falls ihr irgendwann mal in dieselbe Lage kommt. Das hat es auch wirklich mal in einem RPG gegeben. Hm. Oh, guck mal, Pistolen des Todesbringers. Das klingt wie so eine Kiddie-Waffe. Wow. Unordentliche Gummimatten. Ich will keine ich Gummimatten. Auch nicht. Ich krieg auch die. Nicht. Warum krieg ich die? Weil ich zuerst auf Passen gedrückt habe. Achso, ich hab Gier gemacht. Ja. So, ich krieg mich jetzt hier in so einen Lava-Haufen. Niemand sieht mich. Ja, dann sind wir in seine Festung gegangen, haben uns natürlich gewundert, weil kein einziger Muschelmensch da war. Außer vor seinem Schlafzimmer, wo er gerade dabei war, sich einzukeulen. Wie cool. Ja, was soll ich machen? Ich weiß es nicht. Probier mal. Ich weiß es nicht. Ich muss irgendwie meinen dämlichen Golem loswerden. Warte, ich muss kurz gucken, gibt's hier Emotes? Emotes. Was ist das? Bla bla bla, Emotes. Ja, da, slash Emotes. Brauch ein passendes Emote. Was gibt's da? Was, gib mir was Schönes hier. Da. Kann ich nicht. Ah. Verdammt. Bullshit. Lass mich hier raus. Lass mich raus. Komm schon. Ich hab's geschafft. Gut. Ja, und vor Sir Läppchens Schlafzimmer hat sein Muschelmenschenverwalter gesessen. Ich weiß nicht, wie er gesessen hat, weil er eine Muschel ist. Aber er hat auf einem Stuhl gesessen. Auf einem dreieckigen Stuhl. Und sein Name war... Fensingtar. Ja, der war halt noch in unserem Weg. Der war auch ziemlich knifflig. Weil er wollte uns nicht bekämpfen, er wollte unsere Intelligenz testen. Er wollte mit uns Sex haben. Er hat permanent probiert, uns an die Eier zu greifen. Das auch. Das war halt das Problem, weil unsere Gruppe komplett männlich war. Deswegen waren wir gegen seine Homosexualität. Ja, ein Klöpschen. Achso, stimmt, Klops gibt's ja auch noch. Ja, aber das Ding sah ein bisschen aus wie Mann. Man, so viele Borsten, wie das Vieh hatte. Es hat mehr Bart als wir beide zusammen. Ja, das was am wichtigsten war in diesem Kampf, danke, dass ich in die Lava gesteuert wurde. Das Wichtigste war ja, dass er als Muschelmensch
natürlich mit anderen Meeresutensilien sehr gut umgehen konnte. Deswegen wusste er, wie er Horst seine Krebsmenschenschwerter kontern kann. Und er hat sie einfach aufgegessen. Das heißt, Horst war jetzt so nutzlos wie Rach. Nur, dass er halt noch ein bisschen über die Faustkampftechniken Bescheid wusste. Wie hieß der Flammenwerfer-Typ? Ich hab schon wieder vergessen. El Cracker. Ach ja, El Cracker. El Cracker war auch nutzlos mit seinem Flammenwerfer. Ja, weil eine Muschel bekanntermaßen einem Wasserelement angehört. Wie lange müssen wir das jetzt hier machen? Das nervt. Weiß ich nicht. Ich glaub, fertig. Nee, sie, wir müssen wieder keinen töten. Wir sind noch tot. So, jetzt müssen wir erstmal die Quest abgeben, dämonische Macht. Zack, wir haben einen mächtigen Seelensplitter bekommen. Was machen wir mit dem Ding? Der gibt Macht, das ist gut. Achso, den muss man benutzen, das ist ja auch kacke. Ich hasse sowas, wenn man mit Items benutzen muss. Was ist das denn? Kackseele. Jenseits Chitin. Benutzen wir mal. So, wie lange bleibt das Ding jetzt? Bleibt der Macht? No. Ja, eine bestimmte Zeit wahrscheinlich. Will ich nicht. Wiedersehen. Bruder Blutstimme erfüllt deine Gedanken. Kommst du? Ja, ich gucke ja noch, ob es wieder eingesperrt. So ein grünes Ding gibt. Ich habe bist eingesperrt. Super. Ja, das ist toll. Das ist Bam. Krass. Kommt hier immer direkt eine Wand, wenn man einen Schritt läuft. Das war auch in den anderen Dungeons nicht so. Das ist jetzt die fortgeschrissene. Rein. Gut. Ah, das ist so alles für ein Arsch hier. Bisschen. Die machen auch so viel Schaden an mir. Wer hier ist, Ben. Ja, wie hatten wir denn den Muschelsekretär dann besiegt? Den wir ihn in den Arsch gefickt haben. Er hat doch gar keine, ist eine Muschel. Ja, dann haben wir halt seine Muschelöffnung. In seinen. Arbeitet. In seinen, Auslaufsockel, den er hinten an seinem Rückteil hatte. Ja, aber. Hier. Was denn? Du sammelst Dämonenseelen. Sammelst Dämonenseelen? Das sind diese Seelenbälle, die da rumliegen. Ja, aber ich meine, guck mal. Rach war nutzlos gegen ihn. Horst war nutzlos. Cracker war nutzlos. Ja, wir haben Rach mit einem meiner Mülltonnenbomben gefüttert und haben ihn dann geopfert, um mit dem Muscheltypen Sex zu haben und Rach ist dann halt explodiert, während er Sex mit dem Ding hatte. Und dann hat Klops die Überreste gegessen. Ganz genau. Ah, genau, schön. Ja, und dann konnten wir halt durch die Tür gehen. Vom Sekretär zu Sir Läppchen. Aber da mussten wir erschrockenerweise feststellen, dass das gar nicht, Läppchen ein Lappen ist. Dass das gar nicht sein Schlafzimmer war, sondern sein Scheißhaus und er durch das Scheißhausfenster geflohen ist. Deshalb mussten wir ihn jetzt in der ganzen Burg suchen, dazu haben wir uns aufgeteilt. Schlau wie wir sind. Ja. Und was wir auch nicht wussten, ist, dass seine Spezialeinheit auch noch mit auf der Festung war. Aus 7 Mitgliedern bestand. Das heißt, jeder von uns musste ein Mitglied bekämpfen und einer Sir Läppchen. Das war aber entgegen jeglicher normaler JRPG-Stories so, dass Rach Sir Läppchen gegen sich gegeben hat. Nee, Rach musste gegen Sir Läppchen kämpfen. Nicht der Hauptdarsteller. Rach ist doch tot. Rach ist tot. Nein, der ist wieder nachgewachsen. Das ist die Spezialfähigkeit von Klops gewesen. Sie kann mit ihrem Arsch beim scheißen Menschen wiederherstellen, aber das klappt nicht beim Muschelmenschen, deswegen war der Sekretär dann trotzdem noch besiegt. Ja, das ist kacke. Außerdem hat er uns schon Erfahrung gegeben gehabt, deswegen konnte er nicht mehr leben. Das war ja offensichtlich. Ja, und dann musste Rach halt gegen Sir Läppchen kämpfen, wir anderen mussten gegen die Geheimagenten kämpfen. Kann sich Sir Läppchen nicht einfach grundlos ergeben haben? Ja, das war ja nachdem er die Auseinandersetzung mit Rach hatte. Oh ja, die Geheimkraft von Sir Läppchen, kommst du? Nicht, dass ich hier wieder alleine an der Wand bin. Die Geheimkraft von Sir Läppchen ist ja, er ist ein Lappen und kann anderen Leuten durch Waschen
die Arme verschwinden lassen. Aber da Rache ja mit seiner Fuchtelkraft den Waschladungen ziemlich einfach entgehen kann und ihm generell die Arme nachwachsen, war er so eigentlich der maximale Nemesis, den Sir Läppchen haben konnte. Oh mein Gott. Oh, die Fortzuschmieder. Ist das der Beast Boy da rechts? Nein, das ist Robin. Beziehungsweise Nightwing. Das sieht nicht aus wie Robin. Robin war doch, der war doch grün. Ja, ja, aber als Robin, also der erste Robin, dann irgendwann erwachsen wird, macht es sich auch selbst. Warum hat die Olle die Hände im Kopf? Keine Ahnung, was es kann. Die hat auch. Ich hätte, da ist gleich wieder eine Wand. Achso. Es gibt ja. Ist da jetzt eine Wand? Weiß nicht. Wir müssen. Nee, aber wir müssen sie vernichten. Die Wand? Hallo. Okay. Gut. Die Spezialgruppierung von Sir Läppchen hieß CP9. Sagen wir CP7. Ja, stimmt, weil es waren nur 7. Das muss man dazu sagen. Und ja, deswegen kann man sich auch vorstellen, wenn sein Agenten recht stark kommt, ist halt Sir Läppchen das gewesen, was man von ihm denkt. Er war ziemlich schwach. Ja, Spender. Er war halt nur ein Lappen ohne Arm und Beine. Also er konnte nur durch den Raum robben. Er konnte eigentlich nicht mal reden, deswegen war es. Ja, eigentlich ist er ein Magier, aber er war ein Lappen klein. Ja, ein Magielappen. Aber es war halt fragwürdig, wie er überhaupt so ein Reich aufbauen konnte. Macht der Lappen Magie. Ja, die anderen hatten halt keine Probleme mit den Agenten. Klops hat ihren Feind einfach aufgegessen. Die anderen haben normal gekämpft. Haben ihn abgefackelt, zertrümmert, in Brand gesetzt. Eigentlich wollte das Obdachlose eben machen. Ja. Oder Blut. Der sieht auch nicht aus wie ein Held, der sieht aus wie ein Lappen. Ja, er ist ja auch ein Böser, oder? Donald Troy. Nur Beast Boy. Beast Boy. Oh, Beast Boy. Hey, sind die Teen Titans? Ja, das hatten wir schon mal. Hast du sogar mal einen Partner genannt. Müssen wir nochmal 5-mal gegen ihn kämpfen oder sowas? Nein, wir müssen jetzt seinen Anus wissen, bis er nicht mehr lila ist. Das ist bestimmt warum ist er nicht lila? Ich hab keine Ahnung, warum ist er ein Gesicht. Warum hat er so einen komischen hässlichen Bart? Der hat so einen Türkenbart, so einen Pornobart. Erreiche die Säulen des Hades. Kehre zum Robinson Park zurück. Ah, okay, dann machen wir das. Anus Power. Whee. Lalala, Gossen betreten. Das ist aber schon dieses komische fliegende Ding auch. Hier ist Lara Croft. Die wird uns kaputt machen. Nicht, wenn wir sie zuerst kaputt machen. Sie kann nichts gegen uns unternehmen. Naja, für den Level 30er ist sie wirklich nicht so stark. AFK? Nee. Die war gestunt, glaube ich, schon irgendwas. Super, Kamerad. Ich würde das sehen nicht. Zu mir ranziehen, ich wollte sie. Lara Croft mit 2 F. Als wenn das kam und ich weiß nicht mehr. Lara Croft mit einem F war schon vergeben. Was für ein Kamerad da? Keine Ahnung, ich weiß nicht, was das für ein Kamerad sein soll. Hey, guck mal, da steht noch einer. Den ficken wir. Ja, ich bin jetzt fast tot. Komm. Lass mich hier weg, mein. Alter, der kriegt fast gar keinen Schaden, obwohl er nicht kann. Oh Gott, Sir Cloud. Okay. Halte uns nicht auf, Sir Cloud. Wir tun dir auch nichts. Oh verdammt, jetzt hast du ihm was getan. Du hast ihn angegriffen zuerst. Du hast ihn noch angegriffen mit deinem komischen Wirbel der Vernichtung. Das dauert schon lange. Dafür ist der Abkass. Ja, jetzt hat Sir Cloud Zugang gemacht. Was war das denn? Der Typ. Der fickt mich weg. Alter, was war das denn für Damage? Ja, das ging überraschend schnell. Er hat Eis, oder? Ja, ja. Eis macht eigentlich nicht so viel Schaden. Denn ich war nach 2 Treffern tot. Was denn? Ja, okay. Gut. Hätten wir unsere Lektion gelernt, verprügele keine AFK-Helden. Doch. Jetzt wirst du bitterliche Rache wieder erfahren.
Wenn ich in WoW irgendwie sowas sehe, dass einer jemanden killt, der AFK ist, dann helfe ich dem trotzdem nicht. Nicht? Nee. So, jetzt müssen wir hier hochklettern, oder was? Weil du ein unsozialer Arsch bist. Naja, bei anderen das mit mir auch nicht machen würden. Apropos unsozialer Arsch. Wie geht's weiter? Läppchen. Lappen. Ja, er hat dann halt um Mitleid gefleht, dass er das Verwacht nicht weiter zuhören muss. Und da stand halt vor der Wahl, er muss ihm entweder bis an sein Lebensende zuhören oder mit uns kommen. Soll ich noch dazu sagen, dass er uns auch erklärt hat, warum er das alles getan hat? Ja, er war halt von dem mächtigen Geist des Yxel besessen. Und das war halt ein weiblicher Dämon aus der Elementarebene des Anus. Und nachdem er mit Rach im Kampf reden musste, weil es ist ja so, praktisch immer so, ich meine, es wird einmal geschlagen, dann wird 20 Minuten geredet, dann wird wieder einmal geschlagen. Und das hat er halt dann nicht mehr ausgehalten, so lange mit ihm zu reden, deswegen